Ich bin Birgit Schüssler und ganz klar gegen die Impfpflicht. Wir haben doch alle einen Kopf auf dem Hals zum Denken, zum Überlegen. Nach dem Überlegen kommt eine Entscheidung. Meine Entscheidung. Mein Recht auf Selbstbestimmung. Und diese Selbstbestimmung wollen sie uns jetzt per Gesetz absprechen. Ihr Leute, geht's noch? Geht's noch? Überlegt doch einmal. Überlegt und wehret euch. Gegen Impfpflicht. Masernimpfstoff enthält vermehrungsfähige lebende Viren. Es ist also nicht auszuschließen, dass diese auch ansteckend sind. Eventuell gefährdet man empfängliche Personen trotz Impfung. Denk mal darüber nach. Der Staat will uns zwingen zu impfen, aber die Verantwortung will er nicht übernehmen. Die bleibt bei uns. Ich bin für eine freie Impfentscheidung. Ja, also ich bin einfach gegen die Impfpflicht. Erstens mal, weil ich denke, jeder muss es selber entscheiden. Und dann ist es einfach so, ich kenne persönlich, aus dem Persönlichen heraus, Menschen, die da, wo die Kinder Impfschaden bekommen haben, da gab es eine Sechsfachimpfung, das Kind ist jetzt geistig behindert, hat epileptische Anfälle gehabt und so weiter, ist aufs Leben gestört oder also einfach gehandicapt. Und wie kann ich da jetzt einen Impfzwang einführen, wenn es solche Folgen geben kann? Ich habe auch mein Kind mitgebracht, weil ich für ihre Zukunft einstehen möchte und einfach ein Zeichen setzen möchte, dass wir als Eltern, wir sollten diese Freiheit haben zu entscheiden, wann und ob überhaupt wir impfen lassen möchten. Genau. Ich wünsche eine gesunde Zukunft für alle Kinder. Mein Name ist Jenny. Und ich habe meine Kindheit in einem Land verbracht, in dem Grundrechte nur auf Papier Bestand hatten. Ich weiß, wie hart ein Leben unter staatlicher Willkür ist. Und wir sind gerade als Nation dabei, die Menschenrechte, das wertvolle Gut, für das Menschen ihr Leben gelassen haben, damit wir in Besitz davon kommen, einfach so unreflektiert abzugeben. Ich will meine Mündigkeit behalten und deshalb muss Impfen freiwillig bleiben. Hallo, ich bin Thomas und ich bin gegen diese Impfpflicht per Gesetz. Solange es keine ausreichenden Studien gibt über die körperliche und über die geistige Entwicklung bei geimpften zu ungeimpften Kindern, solange es diese Studien nicht gibt, finde ich, hat so ein Gesetz gar nichts in unseren Gesetzbüchern zu suchen. Ich finde, Impfen soll freiwillig bleiben. Masernschutzgesetz. Vor was sollen wir geschützt werden? Vor den Masern oder vielleicht doch vor Ihnen, Herr Spahn? Ich fordere für mich und meine Kinder das Recht auf Selbstbestimmung. Und damit sage ich ganz klar Nein zum Masernschutzgesetz. Ich heiße Kerstin. Nach der Geburt unseres zweiten Sohnes haben mein Mann und ich uns ausgiebig mit dem Thema Impfen beschäftigt. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, unseren Sohn nicht impfen zu lassen. Inzwischen ist er 13 Jahre. Er ist ein gesunder Teenager und hat ein sehr gutes Immunsystem. Das bestätigt sich besonders alljährlich in den Erkältungszeiten. Ich möchte, dass Impfen freiwillig bleibt und dass jeder sich selbst entscheiden kann, wann, was und ob er impfen möchte. Hallo, ich bin Annette. Ich habe einen kleinen Sohn, der kommt nächstes Jahr in die Schule. Und mir steht wahrscheinlich die Masernimpfung bevor. Und ich habe ein ganz klares Nein zum Impfzwang. Weil ich finde, die Begründungen, die sind wirklich hanebüchen. Es ist ein Geschäft mit der Angst nur. Und ich habe keine Angst vor einer Infektionskrankheit. Also, lasst uns die Freiheit, selber zu entscheiden. Ich bin Hanna und ich stehe auf für eine freie Impfentscheidung. Ich trage die Verantwortung für mich und meine Familie. Nicht Herr Spahn, nicht die Herde und schon gar nicht die Konzerne der Pharmaindustrie. Ich sehe, dass meine drei ungeimpften Kinder keine chronischen Krankheiten haben, wie sie weit verbreitet sind. Die Würde des Menschen ist unantastbar und das soll auch so bleiben. Nein zur Impfpflicht. Ich bin für eine freie Impfentscheidung. Ich möchte, dass jeder Mensch, alle Eltern frei entscheiden können, ob sie geimpft werden möchten, ob sie impfen möchten. Und ich appelliere insofern auch an jeden, an alle, sich unabhängig über das Impfen aufzuklären und nicht nur über die Massenmedien. Und ich trete ein für das gesetzlich verankerte Grundrecht auf Unversehrtheit. Impfzwang nein! Was soll das sein?